Hallöchen! Willkommen zurück hier auf unserer kleinen Insel. Minecraft Skyblock. Juhu! Ja, kurzer Flashback. Das letzte Mal haben wir hier bis 1500 Blöcke abgebaut und haben die Insel ja auf diese Größe ausgebaut und hoffen, dass wir heute vielleicht ein bisschen Wasser bekommen, dass wir die Insel ein bisschen vergrößern können. Das wäre top. Ja, warum ich hier jetzt gerade alleine bin, ist ganz einfach. Ich kann euch sagen, die Villager sind sehr sensibel. Ich habe den Villager auszusehen mal ganz kurz am großen Zeh berührt. Dann ist er hier ein bisschen rumgerannt. Hat den Preis erstmal deutlich verteuert. Und ist dann einfach despawned. Also, ja, man sollte versuchen, sie vielleicht nicht zu berühren. Allerdings ist es schwierig, weil die laufen eine ganze Zeit eben mitten in den Weg rein. Ja. Aber so als kleiner Hinweis, Villager mögen es nicht, wenn man sie kurz am großen Zeh berührt. Nein, das mögen sie nicht. So, ja, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Etappe. Bauen noch ein paar Blöcke ab. Und schauen, dass wir Clay bekommen. Das ist gut, weil mit Clay können wir Wasser herstellen. Das ist sehr schön, dass Clay jetzt da ist. Deswegen, zack. Müssen wir hier, glaube ich, hier. Ein Ding, da können wir ein Wasserbucket machen. Nice. Das heißt, wir können endlich die Insel eins tiefer bringen, oder zwei in dem Fall. Ich würde sagen, hier, dort haben wir einiges. Also ich möchte mindestens zwei Blöcke tiefer kommen, weil ich möchte unter diesem Block einen Trichter bauen. Und diesen Trichter möchte ich ein bisschen einbauen. Das ist so das Hauptziel. So, auf die Höhe wäre nice. Wenn wir kommen könnten. See. Das wäre so die Höhe, die ich gerne hätte. Und dann müssen wir eh schauen, ob wir noch ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen breiter und so weiter. Das ist so der Grundgedanke. Aber ich würde sagen, das können wir so machen. Geplant ist dann auf jeden Fall, dass wir uns nicht vom Wasser runterschieben lassen. Und müssen auch schauen, dass wir das Gras irgendwie eins tiefer bekommen. Perfekt. Just in a moment. Sehr schön. So soll es sein. Gut, dann werde ich jetzt mal die Insel ein bisschen tiefer ziehen. Werde alles vorbereiten und dann werden wir mal anfangen, ein kleines Sammelbecken zu machen mit einem Trichter-Chest-System, das dann verborgen unter der Fläche, wo ich jetzt stehe, die ganzen Sachen einsammelt und wir dann immer wieder rausziehen können. So, das wäre so das Grundprinzip. Und das wird aber jetzt nicht mit Dirt dann sein, das wird dann noch mit Stone ausgearbeitet. Ich habe jetzt nur erstmal als zwei Etagen tiefer gezogen und verlegt. Oh, und wir kriegen wieder Besuch. Netterweise kam er wieder. Nice. Und wir haben beim Umbau noch ein kleines Advancement bekommen, und zwar The Builder. Wir haben 250 Blöcke verbaut. Das ist doch schön. So, jetzt sind wir zwei tiefer. Wir haben jetzt schon mal unter dem Block einen Trichter sitzen. Und dieser Trichter muss jetzt natürlich dann noch ein bisschen tiefer laufen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer rutschen und eine Plattform da aufbauen, wo wir dann Sammelchests oder ein Lagersystem aufbauen und da dann alles Notwendige einlagern, einbauen.
wo wir immer an unser Material rankommen. Das ist so der Grundgedanke, weil das Schöne ist, wenn wir jetzt hier den Block abbauen, ist alles dann theoretisch direkt in diesen Hopper drin. Oder auch nicht. Nee, er saugt es nicht ein. Hä? Das ploppt extrem blöd weg. Der Hopper schafft es nicht, die Sachen aufzunehmen, weil der Block viel zu schnell ist. Nice. Okay. Dann müssen wir das Ganze mit einem Hopper Minecart oder irgendwas machen. Ich hatte gehofft, dass das mit dem Hopper eigentlich relativ gut läuft. Aber dem ist nicht so. Alles gut. Dann machen wir das Ganze mit dem Hopper Minecart und das Hopper Minecart kommt dann nochmal ein Hopper und das Ganze dann ja in Chests rein. Alles klar, gut zu wissen. Dann müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen umbauen. Aber ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir die Insel ein bisschen vergrößern, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Ich habe jetzt hier erstmal alles soweit. Oh, Andesite ist neu. Okay, nice. Wir kriegen jetzt auch schon Andesite dazu. Genau, ich habe jetzt erstmal alles soweit hier so gleich grob vorsortiert, dass ich schon mal alles hier am Mann habe, sage ich jetzt mal. Und muss jetzt natürlich dann erstmal noch ein bisschen Eisen heranschaffen. Also die zwei Chests lassen wir mal erstmal hier. Den Hopper auch. Und dann werde ich noch vielleicht ein, zwei Chests machen für Strings und so weiter. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Water. Das Erde kommt zum Mann. Insel vergrößern, den Bereich hier um den Block werde ich trotzdem eher dann aus Stein machen. Aber ich möchte noch schauen, dass ich den Tierspawn aktiviere. Das heißt, wir brauchen wieder ein Double Layer mit festen Blöcken. Also nehme ich Stein und darauf kommt dann ganz normal das Gras. Das können wir nämlich gleich machen. Wir haben ja schon ein bisschen Stone auch, ne? Cobblestone haben wir auch ein bisschen. Sehr schön. Dann gehen wir mal so. Das heißt, hier werden wir uns mal kurz ein bisschen eine Bildfläche machen. Naja. Kaum haut man ihn nicht mehr auf den großen Zeh. Sind sie wieder da und nett und anders supi, ne? Schauen wir, dass wir das sehr breit aufziehen. Das gleiche müssen wir dann in die andere Richtung auch noch machen. Dass wenn wir uns dann irgendwo da hinten aufhalten, dass vielleicht hier das ein oder andere Tier von selbst auftaucht. Das würde ich einfach gerne ausprobieren, weil dann wird es nämlich billiger, was zumindest die Einkaufskosten beim Villager angeht. Und da ist die erste Fackel verschwunden. Das ist ein bisschen doof. Expansions. 500 Blöcke schon gesetzt. Nice. Was auch der Grundgedanke jetzt ist, ist wirklich, dass wir einfach Fläche haben und dann auch langsam mal Richtung Nahrungsmittelversorgung gehen. So, da kommt jetzt auch erstmal ein Block rein, wenn da irgendwas passiert und da irgendwas durchfällt. Das heißt, ich habe jetzt hier schön Platz, kann erstmal Bäume dann irgendwann anpflanzen. Wenn wir jetzt genug Blöcke haben, würde ich das Ganze halt noch ein bisschen erweitern. Und zwar in diesen großen Ring. Und erstmal schauen, dass wir noch ein paar Fackeln herkriegen. Weil ich habe keinen Bock auf Besuch. Also schon, aber halt, ne? Nicht diesen klassischen Besuch, der uns dann die Insel kaputt macht. Das muss nicht sein. Und wir sind aktuell im Minecraft Tag 5. Okay. Das heißt, bis wir einen Besucher bekommen, der vielleicht für immer bleiben möchte, dauert noch ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Dann können wir uns jetzt erstmal um alles weitere kümmern.
Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Eisen, dass wir brauchen Schienen, wir brauchen Hopper Minecart. Das kostet uns ein bisschen Eisen. Ist das Corstert? Das Granite. Sah so bröckelig aus. Wir könnten mit Gravel könnten wir uns den Dirt sogar vermehren. Ja. Das gute Corstert-Prinzip. Man vergisst das immer wieder, man verdrängt das immer wieder. Aber bist du Gacker? Gut, das heißt, für mich, Blöcke sammeln. Wir haben die 2000 gleich erreicht. Das ist sehr, sehr schön, sehr schön. Dann hau ich mal bis auf die 2000 hoch. Da sind auf jeden Fall schon wieder sehr schöne Blöcke dabei. Wir haben ein bisschen Diorite, wir haben Granite. Das heißt, wir haben auch einen neuen Villager. Nice. Dann gucken wir doch mal, was hast du denn für uns? Wir haben für uns ein bisschen Bones. Schaf. Wir könnten Gold bei dir kaufen. Acacia. Und Beetroot. Beetroot haben wir schon. Beetroot? Beetroot haben wir schon. Nee. Ganz ehrlich, nö. Jetzt heißt es erstmal Ressourcen klopfen. Das können wir jetzt ganz entspannt machen. Wir drücken einfach F3 an T und dann geht er in den automatischen Farmmodus. Und da kommt schon wieder der nächste. Na dann. Was hast du denn? Da ist ein bisschen Eisen für uns. Interessiert mich ja weniger. Ich bin da. Mangrove könnte schon eher interessant sein. Wir könnten Slimeball. Brauche ich Slimeballs unbedingt? I don't think so. Aber Mangrove würde mich schon reizen. Gib mir mal einen Mangrovensetzling. Go. Okay. Na dann, Maltechen, was hast du denn schon? Calcite. Nehmen wir mal mit. Wir wissen nicht, wofür wir es brauchen. Lowstone ist natürlich auch eine Sache, wo ich sage, jo. Birch Sapling. Ich weiß nicht. Gold ist immer noch nicht so weit. Diamant haben wir leider auch noch nicht so. Glowstone. Brauchen wir Klostein? Ich weiß es nicht. Aber gut, wir können es zum Ausleuchten. Könnten wir es mal nehmen. Von daher, ja, würde ich mal nehmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2000. New Recipe unlocked. Check your Recipe Book. Was haben wir denn geholt? Wir haben ein neues Rezept. Granite Wall. Okay, müssen wir gucken. Auf jeden Fall haben wir anscheinend es irgendwie geschafft, ein neues Rezept zu entschlüsseln, was wir anscheinend erst ab 2000 Blöcke freischalten können. Wahrscheinlich ist es so eingestellt gewesen. Weil ich sehe jetzt hier nur Andesite, Clay, 6 können wir gleich machen. Dripstone, wir können den ja umcraften zu Pointed Dripstone. Somit könnten wir uns auch die Lava und alles einfach vermehren. Was das Ganze auch angenehm macht. Aber hier ist erstmal nichts drin. Und anhand dessen, was ich einstecken habe, sehe ich auch nichts. Dirt, muss ich sagen, ist gerade aktuell ein bisschen mau. Deswegen werde ich, denke ich, mal mit Corstert dann arbeiten. Da kann man das Ganze ein bisschen deutlich schneller vermehren. Weil wir hätten jetzt so einen Stack. Wir müssten ungefähr ein Stack. Ja, Gravel haben wir nicht ganz so viel. Dann haben wir 25. Deswegen die Frage: Gravel. Können wir, glaube ich, craften, ne? Ja. Gibt ja Rezepte. Das heißt, ich kann aus Cobblestone und Ding kann ich 4 Gravel machen. Okay. Das Problem ist, es kostet mich 2 Dirt. Das heißt, ich brauche 2, die ich dann wieder rein. Das ist. Ob sich das lohnt?
Ich muss zwei Dirt opfern, also ich Gravel bekomme. Und bekomme dann eigentlich die zwei Dirt dann aber auch wieder raus. Das heißt, es ist eigentlich eine 0 auf 0 Rechnung. Das ist jetzt nicht so geil. Oh, Lapis. Eieieiei. Das war ja lebensgefährlich hier. Der springt einfach um mich drauf. Was geht denn hier ab? Mount Seeds. Das ist... Und wir können wieder Gravel kaufen. Das ist okay. Da sage ich nicht nein. Ja. Mount Seeds nehmen wir mal mit. Wenn wir nochmal Gravel mitnehmen können. Lieber kaufe ich den Gravel ein, als dass ich ihn mir crafte. Bin ich ganz ehrlich. Weil das ist dann unterm Strich für mich billiger. Jetzt haben wir ein Stack. Jetzt können wir dann ein Stack Costard machen. Lass mir noch mal kurz ein bisschen Gravel kaufen. Das ist ein gutes Geschäft. Da müssen wir zuschlagen. Ja, jetzt haben wir zwei Stack Gravel. Wenn wir jetzt zwei Stack Dirt haben, haben wir vier Stack Costard. Ungefähr. Und damit kann ich wirklich ganz schnell das Ganze vergrößern. Und wir könnten jetzt wirklich langsam mal schauen, dass wir uns da hinten mal einen Bereich anbauen. So. Sogar richtig die Mitte erwischt. Nice. Bin stolz auf mich. Und dann haben wir das Problem mit Wasser auch schon gelöst. So, jetzt haben wir Infinity Water. Dann haben wir hier eine Reihe Potatoes, eine Reihe Weizen und da sollen die Melonen einfach wachsen. Sehr schön. Wunderschön. Weil klar, aktuell haben wir immer noch keinen Hunger. Aber, Red Zone, nice. Aktuell sollten wir dann schon mal langsam vorbereiten, weil wenn jetzt die Fläche, eine halbe Hungerkeule sehe ich gerade, hat sich gerade verabschiedet. Oh mein Gott, nee, okay. Die Base wird aktuell größer, das heißt, wir laufen mehr. Das heißt, unser Charm wird irgendwann doch hungrig werden. Von daher sollten wir das Ganze jetzt immer so peu à peu vorbereiten. Oh, Kupfer. Nice. Und Gold. Ja, wir nähern uns der Diamantebene, würde ich sagen. Wichtig ist, dass wir um den Block hier auf jeden Fall das Ganze dann auf Stein so ein bisschen ändern. Für den Fall, dass... Die Mobs meinen, sie müssen die Base überrennen. Oder es müssen wieder irgendwelche Blazes hier erscheinen und die müssen dann wieder die Base anzünden. Das sind also Erfahrungen, die man macht, die interessant waren. Nennen wir es mal so. Deswegen wirklich keine brennbaren Materialien um den heiligen Block. So, Sie wünschen, was hätten Sie gerne? Beetroot habe ich schon. Raw Gold habe ich jetzt auch schon. Calcite. Kann ich noch nicht. Stimmt nicht. Calcite nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit. Du hast nämlich 9, der andere hat vorhin nur 7. Warp Fungus habe ich denn schon? Habe ich schon. Der Rest? Nö. Bones, nö. Ja, gut. Bone Meal wäre natürlich wobei 4 für 14. Da könnten wir drüber reden. Da können wir wirklich drüber reden. Das ist auf jeden Fall okay. Da können wir echt drüber reden. So. Gut, wir haben was eingekauft. Villager ist glücklich. Wir schauen, dass wir die 2.500 noch voll kriegen. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ja, in good way, da ist schon wieder der nächste Villager. Der hätte wieder ein wenig Gravel für uns. Glowstone, das brauchen wir nicht. Mangrove haben wir auch schon. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist der Gravel. Ansonsten würde ich sagen, danke, aber nein, danke. Komm mal her. Wir nehmen ein bisschen Gravel. Der ist nämlich etwas schwieriger zu bekommen. Jo, das reicht mir jetzt, glaube ich, erstmal. Dafür habe ich jetzt erstmal weniger Cobblestone wieder. Aber das kriegen wir wieder hin.
Das gleichen wir wieder aus. Im Notfall machen wir uns einfach einen Cobblestone-Gen. Apropos Cobblestone-Gen, Mob-Farm sollten wir auch überlegen. Die sollten wir dann aber entweder theoretisch ist es egal, weil wir sind hier alleine. Ne? Aber theoretisch sollten wir sie nach unten bauen, also so tief runter wie möglich. Was es aber schwieriger machen würde, falls da Zombie-Villager drin wären, die wir dann eventuell heilen könnten und verwenden könnten. Das ist jetzt die Frage, bauen wir sie auf die gleiche Ebene? Was das Ganze natürlich deutlich angenehmer machen würde. Aber wenn ja, dann würde ich nämlich eine in diese oder diese Richtung bauen. Aber ja, dafür brauchen wir dann auf jeden Fall einen Cobblestone Gen. Das heißt, dafür brauchen wir wieder größere Fläche. Ja, und den Cobblestone Gen würde ich dann auch quasi da unten im Lagersystem mit reinbauen. Weil er muss immer genau bei mir durchlaufen. Immer. So, was möchtest du? Was hast du Neues? Terracotta. Nein. Weedseeds? Nee. Können wir jetzt vermehren. Sponge interessiert mich gerade nicht. Sea Pickles, was will ich damit? Azalea. Immer mal eine mit. Warum nicht? Da können wir drüber reden. Azalea, eine. Ja, können wir drüber reden. Leicht, ne? So. Auch rein aus Dekogründen. Alter. Der will mich umbringen. Eindeutig. Es war gerade eindeutig ein Mordversuch, ich hab's gemerkt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ziel erreicht. Step 7. Ja, das heißt, wir haben 2.500 Blöcke abgebaut und müssten jetzt theoretisch mit Glück so langsam Richtung Diamant rutschen. Ich bin gespannt. So, bin gespannt. Finden wir mal raus. Ja, da war doch Deep Slate. Wir sind auf Deep Slate-Ebene. Das ist die Frage. Kommt jetzt schon Diamant? Ja oder nein? Emeralds. Nice. Nur die Frage. Diamant? Ja, nein. Emeralds kommen auf jeden Fall rein. Aber ich glaube mal, das wird noch ein bisschen dauern. Können wir mal kurz gucken in die Advancements, nicht Achievements, Advancements. Step 8. Geht noch weiter? Ja. Wahrscheinlich kommt dann eher hier was. Diamant, also so ab 3.500. Aber jetzt kommen auf jeden Fall die härteren Blöcke. Alter. Die immer mit ihrem Feuerwerk. Komm mal her. Könntest du bitte aus meinem Feld gehen? Danke, was sonst muss ich dich echt raustreten. Diamant, 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 Diamonds. Sie kommen doch schon. Wir haben es geschafft. Diamonds. Zwar noch nicht in dem Ausmaß anscheinend, aber sie tauchen auf. Okay, ich hab nichts gesagt. Sie kommen jetzt doch ein bisschen öfter. Schön. Das heißt, wir haben jetzt schön Arbeitsmaterial. Das heißt, wenn die Spitzhacke jetzt dann drauf ist, können wir mal Richtung Diamant gehen. Das ist schön. So, das ist jetzt der zweite Aufnahmeblock, weil ich das letzte Mal bei der Aufnahme unterbrechen musste. Ja, wieso? Hab's nicht schaffen können, die Folge komplett aufzunehmen, weil es war 4 Uhr morgens und ich musste dann irgendwann auch mal wieder los. Von daher,
Aber ich habe mir eine Nachricht hinterlassen. Und zwar ist mein Ziel jetzt, die Base mal so langsam ein bisschen auszubauen. Wir sind ja bei knapp 2600, 2700 Blöcken gewesen. Und jetzt ist das Ziel, erstmal die Base auszubauen. Schön, dass der Fichtenbaum endlich gewachsen ist. Ich möchte jetzt erst einmal sicher gehen. Ich möchte jetzt erst einmal die Base hier unterbauen. Also Double Layer. Und zwar aus dem einfachen Grund, falls ich doch mal irgendwie das Gras hier wegbauen muss, werde ich auch müssen, weil ich möchte ja hier ein Minecart, also ein Hopper-Minecart hinbauen und darunter dann einen Hopper. Und dann, wenn ich den Block hier wegmache, möchte ich darunter irgendwas haben. Also im Double Layer bewahrheitet sich immer als gut, weil einfach man die Möglichkeit hat, ein wenig flexibler zu reagieren. Können jetzt mal schauen. Wir wollen halt so wenig Dirt wie möglich verlieren, deswegen alles schön sneaky. Und dann einfach hier das Dirt abbauen und schauen, wo wir dann noch was hinbauen müssen. Hier zum Beispiel. Und so werde ich jetzt die ganze Insel unterm bauen und dann werde ich ein bisschen tiefer gehen. Ich habe mir gedacht, dass ich mindestens, also von der Decke dann aus, von dieser hier, mindestens 4 Blöcke nach unten gehe und da dann quasi mein Lager baue. Das ist so der aktuelle Plan und von da unten werden wir uns dann in die Breite bauen und hier oben dann natürlich auch ausbauen. Deswegen haben wir ja den ganzen Dirt gesammelt, deswegen haben wir den ganzen Kies besorgt. Dann können wir nämlich mit Coarse Dirt arbeiten, weil wir haben aktuell ein 4-Stack Gravel und ein bisschen was über 2-Stack Dirt. Das heißt, aus 2-Stack Dirt können wir 4-Stack Dirt machen. Das heißt, wir können die Insel auf jeden Fall dann deutlich vergrößern und hier dann einen Abgang runterbauen. Und hier oben dann quasi eine kleine Farm oder ähnliches bauen oder die Farm sogar nach unten holen oder. Da mache ich mir jetzt während des Umbaus mal ein bisschen Gedanken und dann sehen wir uns, wenn ich hier noch das Ganze ein bisschen ausgebaut habe. Noch hier und hier und hier und dann können wir das Ganze erstmal so lassen. Das passt. So, ich habe mir jetzt schon mal den Dirt geschnappt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal wirklich Coarse Dirt, so viel wie geht. Und wir haben jetzt 6 Stack Erde. Aus 3 Stack Erde haben wir 6 Stack Erde gemacht. Das ist ganz angenehm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Material für den Ausbau, für den Umbau. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier nach Möglichkeit das Ganze mit Stone Bricks auslegen werde. Zum einen, weil ich nicht weiß, kommen hier überhaupt Mobs? Und wenn ja, wenn hier Mobs spawnen, also hier an der Stelle, was tun sie? Setzen sie das Ganze in Flammen? Ich weiß es nicht. Deswegen 1, 2, 3, 4. Wäre das die magische Grenze für mich? Ich habe mir jetzt die Fläche mal auf 5 Durchmesser, 11 Durchmesser erweitert. Das wäre jetzt theoretisch der Bereich, wo ich sage, okay, der Bereich um diesen Block ist auf jeden Fall brandsicher. Ob jetzt hier die Wiese bleibt, ich weiß es noch nicht. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Das würde ich mir jetzt einfach überlegen. Aber ich möchte diesen Bereich jetzt dann quasi mit Stonebricks auslegen. Stonebricks brennen nicht. Stone Bricks werden vielleicht in die Luft gehen und selbst dann haben wir auf jeden Fall ein Double Layer. Das heißt, keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert so, aber das ist so der Grundgedanke an dem Ganzen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das da unten, weil wir haben nicht mehr viel Cobblestone aktuell. Wir haben 16, ja, das würde auf jeden Fall definitiv nicht reichen. Und wir haben noch ein bisschen Gravel, das passt. Aber Stone ist jetzt erstmal mager und da müssen wir jetzt dann schauen, dass wir mal einen Cobblestone-Chain hinkriegen. Deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, dass ich nach unten baue und das Ganze würde ich erstmal mit Holz machen. Kann man immer noch austauschen. Oak Planks sind schon mal ein guter Anfang.
Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach unten. Also von hier aus haben wir gesagt, 4 nach unten. Das wäre die Lagerfläche. Und die müssten wir dann auch nochmal unterbauen für den Fall, dass das Ganze in Flammen aufgeht. Das kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Ich meine, das Oak, das werde ich dann, denke ich mal, schon auf lange Sicht austauschen. Aber fürs Erste brauchen wir eine Fläche, wo wir drauf arbeiten können. Und die Fläche können wir dann nutzen, um einfach mal drauf zu arbeiten. Das heißt, ein bisschen ausleuchten. Gut, dann mache ich das Ganze jetzt erstmal. Also von hier bis dahinter und dahinter. Das Ganze erstmal aus Holz. Und dann machen wir uns einen kleinen Cobblestone Gen. Da war irgendwas mit den Trials gestanden in den Advancement. Ob diese Trials durch uns ausgelöst werden oder keine Ahnung. Das finden wir alles noch raus. Wir sind noch relativ frisch in dem Spiel. Ich würde euch auch bitten, da in den Kommentaren wirklich keine Spoiler reinzuschreiben, weil ich lese mir die Kommentare durch. Ja, das haben einige von euch schon mitbekommen und reagiere auch und antworte auch, wenn Fragen da sind. Von daher bitte keine Spoiler. Okay? Tut mir den Gefallen. Ich möchte das Spiel kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und das möchte ich erkunden. Also wirklich, ich tue mein Bestes, aber ich möchte es rausfinden. Und wenn Fragen sind, dann stelle ich sie. Und dann gerne darauf antworten. Aber es spoilert mich bitte nicht, wie das mit den Mobspawn ist, ob da irgendwelche Sachen durch den Block ausgelöst werden, wie in den vorherigen Versionen. Das werden wir noch rausfinden. Übrigens, ja, in den Kommentaren war zum Beispiel auch die Frage, warum ich Gravel und so weiter besorgt habe. Ja, das haben wir jetzt gerade geklärt. Ich habe es auch schon beschrieben. Das ist erstens, ich bin, was Minecraft betrifft, Jäger und Sammler. Ich habe lieber gerne einen Block zu viel im Inventar als einen Block zu wenig. Das hat sich einfach so rauskristallisiert. Und zum anderen, ne, Dirt und Gravel, Coarse Dirt. Das heißt, wir können einfach aus wenig viel machen und das mit ganz wenig Einsatz. Und das Problem ist, dass das Ganze halt zum Herstellen aktuell noch zu teuer ist. Also wir brauchen halt viel mehr Dirt im Einsatz, als dass wir irgendwie was Sinnvolles damit machen können. Weil Gravel ist ja Dirt und Cobblestone in den Custom Recipes. Von daher brauche ich viel zu viel Dirt und dann geht es 0 auf 0 auf. Deswegen, wenn ich einen günstigen Einkaufspreis kriege, schlage ich zu und kann so meine Base relativ einfach erweitern. Und dann machen wir uns einen ganz simplen Cobblestone Gen. So, hier würde ich dann einfach die Chest hinbauen. Hopper drüber. Hier soll dann der ganze Spaß fabriziert werden. So, dann bauen wir uns das Ganze mal hier hoch. Einen kleinen Ring. Dann brauchen wir hier noch was. Ah ne, mein Fehler. Dann brauchen wir hier die Stair. Und hier einen Cobblestone. Den können wir abschlagen. Dann brauchen wir hier einen und hier einen. Das reicht. So. Dann der 1,21, das sollte das Ganze gehen. So, dann haben wir Lava, zack. Und fertig. Und das Ganze sollte jetzt wirklich funktionieren. Und dadurch, dass wir hier, genau, das sammelt das direkt ein. Wunderbar. Das heißt, ich kann mir jetzt auf jeden Fall mal auf die Schnelle ein bisschen Cobblestone machen. Wir könnten den natürlich auch erweitern, vergrößern, aber das ist das simpelste und einfachste Cobblestone Gen, der funktioniert. Und so kann ich mir jetzt wirklich einfach mal das Material holen, was ich brauche. Und dann kann ich den Cobblestone immer noch umbauen, also den Cobblestone Gen. Und kann ihn dann in einen Cleanstone Gen umbauen. Könnte ich machen. Wärme, denke ich auch. Dann kriegen wir nämlich deutlich schneller Material. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Material. So, und da ist die Pickel kaputt, deswegen steigen wir jetzt um auf Diamond. Wenn ich den ersten Stack voll habe, brennen wir den schon mal, dann machen wir Cleanstone draus und dann können wir den nächsten Stack abbauen und so weiter. Und so produziert sich das dann weiter. Dann würde ich nämlich auch die Chests dann nach unten bauen, wenn ich hier fertig bin mit dem Umbau. Wird hier ein bisschen sauber machen, wird auch schauen, dass wir den Oak dann vielleicht durch Spruce ein bisschen ersetzen, weil ich bin einfach ein Spruce-Kind. Und dann haben wir hier unten einen Lagerplatz.
Und dann schauen wir auch, dass wir noch ein paar Chests herkriegen. Holz haben wir ja dann erstmal wieder genug. Und dann können wir nämlich hier an der Stelle, wo dann der Block ist, irgendwo hier müsste es sein, die Hopper runter machen. Machen wir hier ein paar Chests übereinander mit Hopper, die rein zeigen. Und dann kommt alles in die Chests rein. Und dann können wir einfach durchklicken und schauen, wo was drin ist. Dann stellen wir uns oben hin, bauen einfach eine ganze Ecke ab. Und unten ist dann alles im Lager und dann können wir es von da aus dann noch verteilen. Dann können wir uns dann so ein kleines, feines Vanilla-Lagersystem machen. Wo wir sollten, weil es dunkel ist, vielleicht mal noch ein paar Fackeln setzen. Es wäre nicht schlecht, weil wir sind doch eine ganze Ecke weg und nett, dass hier dann doch ein Creeper meint so, hey, ich fühle mich hier wie zu Hause. Nein, Creepers are not welcome. Gerade über den Wolken. Gut, also ich kümmere mich darum, dass wir hier ein bisschen hübsch machen. Wenn ich dann daran arbeite, schalte ich euch wieder dazu, aber ich klopfe jetzt erstmal noch ein paar Steine. Und das ist ganz einfach. Stellen uns hin und drücken F3 und T. Klassiker. Und machen das Ganze automatisch. Ja, da ist mal frisch am Arbeiten und dann das. Dann macht es hier ein Riesenfeuerwerk und guck mal, wer wieder da ist. Ha. Ah, sagt er. Ha, sagt er. Er sagt einfach ha. Ja. Ja, ich sag, dass du ha sagst. Sag ich doch. Ha. Ja, sag ich doch. Aber er hat nichts dabei, was irgendwie interessant ist. Na gut, wir können mal kurz einen Zwischenstand geben. Also ich habe hier oben schon mal umgebaut. Habe hier ein bisschen randomized. Ich habe hier ein bisschen Andesite reingelegt. Wobei das Texture Pack, was hier vorinstalliert ist. Oder ist das der neue Andesite? Ich weiß nicht, das schaut irgendwie komisch aus. Da müsste fast ein bisschen Massi mit rein. Mal gucken, ob ich den so lasse. Der Cleanstone, ne, ein bisschen Stonebricks. Da können wir jetzt noch ein paar Stonebricks von abbauen und einfach mal in den Ofen nochmal schmeißen, damit wir ein bisschen Risse kriegen. Ne. Und hier unten haben wir schon mal angefangen, ein bisschen Spruce reinzulegen. Ich habe oben drei Bäume nochmal angepflanzt und bin gerade dabei, ein bisschen hier zu unterfüttern. Das heißt, das ganze Oak mal wieder weg. Ja. Genau, das, was der Villager da oben sagt. Ja. Und dann hier mit Cobblestone zu untermauern. Ich habe einfach gerne zwei Blöcke unter mir. Das liegt aber meistens auch daran, dass wenn ich Mods spiele, dass irgendwie was wie Excavate oder irgendwas drauf ist, Ultimine. Und wenn man sich dann aus Versehen verklickt, dann hat man den Salat. Dann ist das Ganze weg. Und zwar alles. Und deswegen mache ich immer gerne Double Layer von unterschiedlichen Blockarten, dass man einfach die Sicherheit hat. Ne? So, doppelter Boden hat sich einfach bewährt. Außerdem brauchen wir eh, um einen Spawn zu aktivieren oder einen Tierspawn zu aktivieren, ein Double Layer feste Blöcke. Deswegen bietet sich das Ganze an. So, jetzt bin ich dann auch gleich steinlos. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können ja noch ein paar Sachen abbauen. Wir haben jetzt hier noch zwei Stück drin. Ich habe jetzt nicht ganz so viel gemacht, aber auf jeden Fall erstmal genug. Und dann können wir nämlich gleich hier anfangen, wenn wir hier noch einen Boden ein bisschen haben, das Ganze ein bisschen Lagersystem und Umbau und alles mit aufzunehmen, aber vorher natürlich wieder hier ein bisschen ausleuchten, weil es ist schon wieder dunkel. Wir sind aktuell in Tag 12. Das heißt, wir brauchen auch nicht mehr so lang und wir kriegen Besuch. Was magst du in meinem Bett? Sollte irgendwann ein zweites Bett aufbauen. Übrigens, wir haben auf jeden Fall ein neues Advance mitbekommen und zwar Chunky Chunks. 1000 Blöcke haben wir schon platziert. Ja, läuft. Und, Spruce ist schon wieder gewachsen. Nice. Das heißt, wir können auf jeden Fall anfangen, hier ein bisschen, ja, uns das Ganze zu holen und wieder neue Saplings zu bekommen. Schade, dass Fast Leaf oder sowas nicht drauf ist. Aber gut, das geht. Hungermäßig sind wir gerade gut dabei. Das passt. So hungrig macht der Umbau nicht. Das ist angenehm.
So, machen wir hier noch ein paar Blöcke rein, dass wir endlich mal hier das Lager auch ein bisschen umbauen können. Ich habe übrigens noch einen zweiten Furnace gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Deswegen, ich mache jetzt hier noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Das dauert nicht mehr so lange, wenn ich hier dann das Lagersystem umbauen kann. Das meiste ist schon mal geschafft. Wir haben den Weg nach oben gekennzeichnet. Wir haben das Lagersystem mal ein bisschen runtergezogen. Ich meine, es wird sich über die Zeit eh wieder verändern. Aber wir haben erstmal alles unten. Die Furnaces und so weiter, die werden auch noch neu platziert. Aber wir haben einen Cobblestone-Chain-Greifweite. Wir haben unsere Chests hier in Reichweite. Haben alles erstmal so ein bisschen reinsortiert. Damit wir hier mal so, ne, zum Mischmasch, und dann haben wir hier noch Platz, und da haben wir auch noch, also wir können noch eine Chest auf jeden Fall neu bestücken. Genau, genug Chest Sounds. So, hier oben wächst weiterhin Buff Spruce, habe mal Spruce ein bisschen öfter angepflanzt. Nebenbei sind die Melonen noch fertig geworden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu mampfen, und ich habe schon mal hier einmal Rails und das Hopper Minecart soweit fertig. Das heißt, wir machen jetzt mal hier das und das. Jetzt müssen wir gucken. Das da. So, dann ist das nämlich da. Und wenn wir hier ins Abbauen, und sollte das Hopper Minecart geschnappt haben. Und dann müsste es hier drin sein. Genau, da ist die Rail drin und der Oaklock. Sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier anfangen, die ersten Chests zu platzieren. Und die Hopper dann hier rein zeigen lassen. Und so wird das Ganze dann aufgebaut. Dann wird das Ganze, da kommen wir jetzt nicht ran. Das war schlau von mir. Dann müssen wir das abbauen. Hilft alles nichts. Das war schlau von mir. Hätte ich Slabs nehmen sollen. Kann ich noch ändern. Aber aktuell machen wir es erstmal so. Dann sollte das hier sein. Und dann müssen wir den so machen und dann geht der hier rein. So, und der nächste Hopper zeigt dann hier gegen und dann hier gegen, und da müssen wir halt dann wirklich Slabs hinbauen. Oh, Stairs, ist egal. Irgendwas, wo die Chest dann einfach aufgeht. Und dann wird es alles hier gesammelt, dann können wir hier reinschauen und dann können wir das hier einsortieren. So ist der Plan. Dann kann ich nämlich oben in Ruhe abbauen, und für den Fall, dass oben was spawnt, kann ich ganz schnell meinen Tschüss machen. Ja, und das können wir theoretisch nicht verschieben, weil die Rail ist weg. Das heißt, der ist fest. Dann können wir hier was Schönes draus machen. Da würde ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken machen, wie wir das hier schön machen können, dass das auch gut ausschaut. Da fällt mir bestimmt irgendwas Nices ein. Und wie gesagt, hier werden wir das Ganze noch mit den ganzen Dirt noch ein bisschen auskleiden. Und hier unten natürlich auch mit Cobblestone und Spruce. Aber dafür würde ich jetzt einfach mal schauen, dass hier die Bäume wachsen. Und dann können wir hier das einfach ganz gemütlich abernten und können dann unsere Base da unten in Ruhe ausbauen. Das heißt, bis zum nächsten Mal werde ich schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Cobblestone haben. Da werde ich mich dann einfach mal AFK hinstellen und ein bisschen ja, die Pickaxe schwingen. Bis dahin werden wir jetzt aber noch mal schauen, was hier sich noch alles so ein bisschen versteckt. Aber wir können es hier einfach ganz gemütlich abbauen und es fliegt hier nichts mehr rum. Gar nichts mehr. Nada, null, niente. Das ist so toll. Also doch, irgendwie schon anscheinend. Was irgendwie komisch ist, weil es sollte eigentlich nicht sein. Aber gut. Wir müssen es nicht hinterfragen. Normalerweise müsste das jetzt alles in das Hopper Minecart fallen, und das müsste Hopper Minecart müsste das alles irgendwie einsaugen, aber er kommt anscheinend nicht ganz hinterher. Sollte aber. Ist ja genug Platz.
ein bisschen blöd. Aber egal. Es geht trotzdem vieles rein und wenn da jetzt Leaves oder so erscheinen, dann saugt er es schon irgendwie ein. Das meiste geht zumindest runter. Den Rest müssen wir halt mit der Hand einsammeln. Und da kommt schon wieder ein Villager. Hallöchen, was hast du denn schon mit? Jungle Sapling? Sogar zu 3 für 16 und 2 für 24. Ich weiß ja nicht, was ich mir da kaufen werde, ne? So, komm mal her hier. Ich hätte gerne ein paar Jungle Saplings, danke. Der Rest ist relativ uninteressant. Das ist interessant. Für eine kleine Mobfarm. Da werden wir uns auf jeden Fall eine machen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob wir wirklich den klassischen Tower machen. Oder, weil ich eine Diskussion hatte, auch in den Kommentaren, ob wir eine kleine entspannte machen. Trotz allem brauche ich Baumaterial und ja, ich könnte es auch mit Holz bauen, möchte ich aber nicht. Da bin ich ein bisschen eigen, ne? Auch wenn der Vorschlag wirklich gut war. Und ja, ich könnte auf die Schnelle mit Holz bauen, aber nein, möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Da ist mein innerer Monk unzufrieden mit mir. Klar könnte ich eine Billow-Mob-Farm auf die Schnelle hinbauen oder eine Fläche irgendwo hinziehen, wo dann Mobs einfach spawnen. Aber ich habe ja die Möglichkeit, hier einfach gemütlich einzusammeln. No, also von daher, nö. Nö, 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 tut mir leid. Es war ein wirklich nicer Vorschlag, aber mein innerer Monk ist da einfach mit mir unzufrieden. Ja, genau, Villager. Oh. Ja, du hast schon recht. Du arme, arme Villager, du arme, arme Trader. Nein, vielleicht. Oh. Arm, was ist los? Wo ist er? Hallo? Hallo? Ist der jetzt unten? Ich glaube, der ist unten gespawnt. Ja, er ist unten gespawnt. Läuft. So schnell kann man sich porten. Hast du irgendwas Besonderes? Könnten Schaf ordern. Ne, so viel Gold haben wir noch nicht. Wie gesagt, Tierspawn möchte ich eh erstmal selbst probieren. Dafür müssen wir aber die Fläche vergrößern. Ja. Cobblestone, Sponge, interessiert mich nicht. Turtle Scout, ich habe keine Ahnung. Die Frage geht an dich. Oder an dich. Oder an dich. Oder an dich. Turtle Scout. Hilfreich? Ja, nein, Käsebrot. Gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir einfach zu unsicher, ob ich das unbedingt kaufen sollte. Aber wenn du es weißt, gerne. Nicht die Begründung, nur einfach sagen, ja, hilfreich oder nein, unwichtig. Das Schöne ist, wenn der jetzt unten spawnt, geht er mir hier oben nicht mehr auf den Keks, wenn ich abbaue. Das ist natürlich praktisch. Von der Hinsicht kann man das einfach so lassen. So. Und ach nö, das ist wieder oben gespawnt, schade. Egal. So, was hast du denn für mich? Nochmal Jungle Sapling. Ha. Mountain Seeds haben wir schon. Kohle brauchen wir nicht. Können wir uns im Notfall selber machen. Eye of Ender. Ja. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Einfach, ja, da haben wir schon mal die ersten. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Enderperlen, Eye of Ender, irgendwie sowas. Da sage ich nicht nein. So, die sind schon mal safe. Und zack. So, zweite Chest aktiv. Sehr schön. Ich werde noch schnell anklicken. Ah, es ist schon wieder Nacht. Ich kann schlafen. Okay, noch besser. Wenn wir wieder eine Nacht überspringen, wir sind nämlich aktuell bei Tag 16. Nice. Gut, Dawn. Weitermachen. Sollte ich mir angewöhnen, wenn die Leaves da sind. Wieso spawnen hier immer mehr Blöcke oben? Haben sich die Leaves jetzt automatisch zu Clay verwandelt? Das ist interessant. Ich wollte extra jetzt mal warten, dass das Zeug einfach reingeht. Aber ja, irgendwie haben sich die Leaves gerade zu Clay verwandelt. So, das will ich jetzt nochmal sehen. Werden die automatisch anders?
Also entweder war es gerade Zufall. Aber ich glaube nicht an Zufall. Vielleicht war es auch ein kleiner Fehler einfach im Code. Weil irgendwo muss dieser Block ja seine Befehle herkriegen. So, ich mache mal Rechtsklick oder ich klicke mal da kurz an. Okay, dann war es wirklich vielleicht nur Zufall. Wir werden das mal im Auge behalten. Kann ja mal passieren. Vielleicht hat der Code irgendwie gemeint, ich habe das schon abgebaut und dementsprechend dann einfach reagiert. Kann ja sein. So, ich lasse mal die Oakleaves. Ja, da war es wieder. Da war es wieder. Wollte gerade die Sachen ins Card schmeißen. Interessant. Weiß nicht, ob das Absicht ist oder Zufall. So, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen, ne? Shit, da war ich zu schnell. Und da hat er sich wieder geändert. Gucken wir doch mal. Hallöchen, komm mal her. Dark Oak. Na, ist immer noch zu teuer. Also für die aktuellen Dirt-Verhältnisse. Aber Dark Oak ist der einzige Baum, der uns gerade noch irgendwie fällt. Fällt, ja, fehlt. Manchmal frage ich mich auch, was in meinem Kopf anders ist. Dann haben wir uns noch den vierten Seed, dann haben wir vier Stück und dann können wir uns auf jeden Fall Dark Oak auch noch anpflanzen. So. Bitte schön, Dankeschön. Und dann haben wir auf jeden Fall da auch vier Stück. So, bin zufrieden. Dann baue ich jetzt mal den Rest ab und werde natürlich nochmal gucken, ob das mit den Leaves nochmal passiert. Bin einfach neugierig. Wenn ja, würde es mich interessieren, warum. Ob das Absicht ist oder halt ein Fehler im Code. Kann ja passieren. So, jetzt haben wir wieder. Das sind jetzt die Spruce und da haben wir es wieder. Ja, gut. Es ist auf jeden Fall kein Zufall, sondern entweder ist es ein Bug. Ein absichtlicher Bug oder ein unabsichtlicher Bug. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe das Ding nicht gecodet. Dieser Villager geht mir auf den Keks. Du kannst nicht mal in automatischen Abbaumodus. Der schiebt dich rum wie so ein. Keine Ahnung. Wie ein Franzose beim Einparken. Und schon wieder ein Neuling. Na dann. Mal kurz mein Inventar freimachen. Hallöchen, was hast du denn Schönes? Wenn du mein Feld kaputt machst, ne, dann hau ich dich von der Insel, dann kannst du sicher sein. Ja, ich rede mit dir. Ein Sniffer, den holen wir uns. Den kriegen wir und den geben wir einen Platz und dann kann er uns ein paar Sachen ausgraben. Der wird uns schöne Sachen finden, da werden wir dafür sorgen. Vielleicht können wir sogar noch einen zweiten. Ein zweiter Sniffer wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ja, holen wir uns noch einen zweiten Sniffer. Kommt zwei Sniffer, dann ist der eine nicht alleine. Und bei so viel Moos, wie wir haben, können wir den ganz auch schnell ausbrüten. Hat der gerade mein Minecart verschoben? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Geht gar nicht, Kollege. Kann ich alles nochmal neu machen? So. Schaut ein bisschen komisch aus, aber ja. Mal gucken, irgendwie so machen wir es. Dann ist das nämlich safe. Spring doch runter, mach doch. Machen wir 61. 61er Durchmesser. Ja, das reicht mir. Wird ein bisschen anstrengend, das Ganze mit Dirt auszulegen, aber das kriegen wir hin. Dadurch, dass wir auf jeden Fall auf Gravel zurückgreifen können, geht das ein bisschen schneller. Und dann besorge ich auf jeden Fall genug Cobblestone, um das schon mal vorzulegen. Und den Rest machen wir dann so nach und nach. So, komm mal her, gib mir mal Kaktus. Kaktus, hallo. Ich will Kaktus. Hallo? Ja, ich hätte gern Kaktus, danke. Kann ich nämlich problemlos vermehren.
Und mit 7 Stück, da lässt sich was machen. Kann man auch in Notfall eine XP-Farm machen. Oder. Und ich weiß auf jeden Fall ungefähr, wie viele Blöcke ich dann vorbereiten muss. Wenn ich sage, ich mache einen 61er Durchmesser mal 2, dann kann ich grob abschätzen, wie viel Stack Stein ich brauche. Immer dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall parat haben. Ich denke mal, der 5x5 Radius, den lassen wir. Vielleicht machen wir auch 7x7 die Fläche und machen dann da ein bisschen Absperrung rein, weil, wie gesagt, keine Ahnung, ob hier irgendwo dann jetzt dann irgendwann Mobs auftauchen. Und egal, wir sind in Step 8. Gut, vor lauter Schnacken beinahe schon wieder. Aber gut. Nur beinahe. Ja? So, bisschen Spruce anpflanzen. Sehr schön. Gut, dann schauen wir doch mal in die Advancements. Sind wir denn schon ziemlich weiter? Progress. Okay, Step 9. Gut, ja, das kriegen wir auf jeden Fall voll. Und wenn wir den Umbau gemacht haben, würde ich sagen, die 10.000 Blöcke sollten wir bis dahin auf jeden Fall hingekriegt haben. Das macht Sinn, aber Step 9 sieht so aus, als gäbe es nach dem Step nichts mehr. Okay, lassen wir uns überraschen. Ich lasse mich absolut überraschen, aber es sieht so aus, als wäre so 5000 Blöcke das erste Ziel. Wir haben hier noch Steered Up. Ja, wir müssen uns noch komplett protecten. Enchanten. Build a light and enter another portal. Obtain a block of obsidian. Ja, das sind wir schon gut dabei. Okay. Und hier haben wir Light as a rabbit. Walk and on powder snow without sinking in it. Okay. Adventure time. Discover every biome. Okay, wir müssen noch 11 Biome. Das können wir auch das nächste Mal noch machen. Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, fürs nächste Mal halten wir uns fest. Wir schauen, dass wir die Biome ausfindig machen. Im besten Fall, wenn wir jetzt die Base vergrößern, werden wir das eine oder andere treffen. Ansonsten müssen wir schauen, wie wir dann die nächsten finden werden. Aber das wäre so das Ziel. Und was haben wir hier? Trade with a villager at a build height limit. At the build height limit. Wir sollen ganz oben mit einem traden. Okay. Das ist eine interessante Sache. Summon an Iron Golem to help defend a village. Yep. Das klingt gut. Werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen uns besorgen. Weil Support ist nie verkehrt. Ganz ehrlich, wenn das ungefähr so abgeht wie in den letzten, was wir gespielt haben, ist es nicht verkehrt. Wirklich. Adventure, Exploration and Combat. Ja, gut, okay, gut. Kriegen wir hin. Also das würde ich sagen, wenn wir versuchen, so weit hinzukriegen. Powder Snow, ja gut, da müssen wir gucken. Kriegen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Best friends forever. Tame an animal. Get in a boat and float with a goat. Okay, interessant. Use a campfire to collect honey from the beehive. Yo, Beehive klingt nicht schlecht. Silk Touch, ja, da brauchen wir dann Obsidian und so weiter. Das kriegen wir alles noch hin. Das heißt, in dem nächsten Step werden wir die Base ausbauen, werden hier versuchen, die Advancements ein bisschen zu machen. Das klingt auch nach einem Ziel. Ich bereite noch die Steine ein bisschen vor. Hier sind wir ja schon so weit durch, das ist klar. Und hier, Cook a Bog Job, ja, dafür brauchen wir Tiere. Craft an Iron Sword, ja gut, das sind alles so Sachen. Die kriegen wir. Chunking, reach the build height limit, das kriegen wir auch hin. Draft a redstone comparator. Work smarter, not harder. Das ist anscheinend diese neue Crafting Table, von dem ich gehört habe. Da werden wir auf jeden Fall hinkommen, aber dafür bräuchten wir jetzt auf jeden Fall noch Quarz für das hier. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch hinkommen. Wollen wir noch mal reinschauen, in was uns erwartet, oder wollt ihr euch überraschen lassen? Okay, der Villager hat entschieden. Ihr müsst euch überraschen lassen. Das heißt, ich bereite noch ein paar Sachen vor. Wir werden das nächste Mal hier vergrößern. Werden eine Mobfarm bauen. Werden Advancements abarbeiten. Soweit wir können.
Und werden uns da unten eine richtig schöne Base ausbauen, einbauen. Ja, mit hier auch schön Abgang runterwärts und so weiter. Und um den Block werde ich auf jeden Fall noch was bauen, weil ich habe keine Ahnung, ob hier die Mobs rausspawnen. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. No? Und daher würde ich sagen, danke fürs Reinschauen, reingehauen. Freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Skybeast 2, wohl keiner Block, warten auch auf dich. In diesem Sinne, ciao.